Willkommen zu Brand Damage. Mein Name ist Chris, das hier sind die Musik-News. Heute unter anderem mit Alligator, mit Dazzl und natürlich mit Rammstein. Wie könnte es anders sein? Bevor wir loslegen, aber noch ein ganz kleines Ding in eigener Sache. Ich habe am letzten Freitag ein neues Format rausgehauen. Das trägt den Titel Hör doch mal. Und da höre ich mir mal so den ganzen Stuff an, was ihr in den Kommentaren immer mal wieder schreibt. Ja, hör doch mal da rein, hör doch mal da rein. Da an der Infocard könnt ihr sehr gerne mal anschauen. Würde mich sehr freuen. Und jetzt fangen wir an mit dem Musiknews. Der Rapper Dazzl geht das erste Mal auf eigene Tour. Und wem Dazzl nichts sagt, dann shame on you. Sofort auf YouTube gehen. Nee. Sofort auf YouTube gehen, weil ihr auch nicht auf YouTube seid. Anders, sofort in die Videobeschreibung runterschauen und euch ein paar Musikvideos von dem angucken. Übertrieben heftiger Typ. Ganz fetten Support von mir auf jeden Fall. Und auf der Tour werde ich definitiv in München am Start sein. Und ja, darauf freue ich mich. Das Happiness Festival hat eine neue Bandwelle rausgehauen. Und wir haben mit dieser Bandwelle bekommen Animal Kantereit, SDP, Donuts und Papst. Und ich muss sagen, das Happiness war ja am Anfang für mich eine Überlegung für 2019, dann wieder nicht und jetzt wieder ein bisschen. Also mal gucken, vielleicht Happiness 2019, eventuell. Der gute Favorite hat ja Selfmade Records verlassen, hat sein eigenes Label gegründet und hat jetzt, was mich sehr überrascht, weil ich habe gedacht, okay, von dem hören wir jetzt gar nichts mehr, hat das Album Harlequin 2 angekündigt. Und was hat er im selben Zug noch gemacht? Einfach mal ein cool Savage-Diss Track rausgehauen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Kool Savas darauf antwortet und Favorite einfach komplett zerstört oder ob sich Kool Savas eher denkt, scheiß auf Favorite. Wer ist das heutzutage denn schon noch? Bin ich mal sehr gespannt. Können wir auf jeden Fall, können wir ja mal, wenn Kool Savas Distrack kommt, eine Reaction, nein, keine Reaction darauf. Oder? Rammstein haben ja an Silvester und am 2. Januar in Mexiko gespielt. Und ich war zum Beispiel in der Situation, dass ein Kumpel von mir gesagt hat, Alter, wir müssen nach Mexiko. Und ich habe das dem aber ganz schnell wieder aus dem Kopf geschlagen. Und wenn ich mir so die Setlist angucke, dann bin ich auch mehr als froh darüber. Denn was können sie gespielt haben? Gab es vielleicht neue Lieder? Gab es irgendwie ultra seltene Lieder? Gab es Mathematik von Lindemann als Live-Premiere? Nein, es gab nichts Besonderes. Es war eine absolute Standard-Setlist. Es gab in der Zugabe noch das Lied Te Quiero Puta. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und sonst eine komplette Standard-Setlist. Finde ich persönlich ein bisschen schwach, weil es gibt eben wirklich einige Deutsche, die da hingereist sind. Und wer die Ticketpreise gesehen hat, der weiß, das Ding war auf jeden Fall nicht billig. Dann noch plus Flug und alles. Aber gut, es war ja auch keine Show von Rammstein für deutsche Fans, die dahin pilgern, sondern eine Show für die mexikanischen Fans. Und das haben sie an sich auch abgeliefert. Das Open Air St. Gallen hat einen Facebook-Post veröffentlicht über die Ärzte. Die haben den dann aber, also Open Air St. Gallen, die Facebook-Seite, hat diesen Post dann auch wieder gelöscht bzw. geändert. In dem ursprünglichen Post stand drin, dass die Ärzte 2019 mit neuem Album zurückkommen. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt wirklich ein neues Ärztealbum raus oder meinen die vielleicht einfach die Outtakes-CD, They've Given Me Schrott? Könnte natürlich auch sein. Ich denke mal nicht, dass das Open Air St. Gallen irgendwie Insider-Wissen hat, aber natürlich rechne ich persönlich oder hoffe auf jeden Fall mit einer neuen Ärzte-Platte und könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht Ende 2019 noch rauskommt, aber auch da, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das neue Rammstein-Album soll ja, wie bekannt, wer meine Musik-News immer fleißig verfolgt, im April 2019, also April diesen Jahres, erscheinen. Und jetzt ist auch noch bekannt gegeben worden, dass es bis zu 5 Musikvideos für dieses Album geben soll. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall mal drauf freuen. Releases der Woche. Karlichorn, Hartgeld im Club. Ich hab's mir durchgehört und ich war ein sehr großer Freund von Mann spricht Deutsch. Und ich habe mir jetzt wirklich dieses Hartgeld im Club angehört und denke mir so, wow. Ich mag Karlichorn sehr sogar. Aber dieses Album ist in meinen Augen ein ganz, ganz fetter Griff ins Klo. Und allein schon die Box mit Bonus-CD, wo, wie ich das jetzt mitbekomme, ich bin mir nicht sicher, ich habe mir die Box abbestellt, weil CD, Bonus-CD, Shirt, 35 Euro, meiner Meinung nach völlig übertrieben. Die Bonus-CD hat, so wie es aussieht, nur 4 Tracks. Jedenfalls ist bei Apple Music
sind eben 4 Bonustracks dabei, was ich mir vorstellen könnte, dass es eben die Bonus-CD ist. Wenn jemand von euch die Box gekauft hat, bitte mal in die Kommentare, was ist auf der Bonus-CD drauf und was haltet ihr von dem Album? Ich bin mega enttäuscht davon. Ich finde es einfach, es klingt unheimlich hingerotzt. Aber da können wir auch mal ein detaillierteres Hör doch mal machen. Nein, das machen wir nicht, weil bei Hör doch mal gehe ich nur auf euren Wunsch ein. Nord Musik mit Z geschrieben, hat mit KIZ Neuruppin 2 veröffentlicht und leck mich am Arsch ist dieser Track geil. Hier mal ein kleiner Ausschnitt, Link dazu in der Videobeschreibung. Arschfett. Du hast dich verirrt, weiß nicht wo du bist. Der Wald hat dich verschluckt, doch du siehst dein Licht. Die Alligator-Tour beginnt ja jetzt wie bekannt am 9. oder 10. Januar. Und da werde ich übrigens am Samstag in Stuttgart sein und da kommt eine Konzertreview natürlich. Aber Alligator hat in den letzten Posts immer mal wieder was mit dem Hashtag 11. Januar gepostet. So wie im letzten Post, wo er geschrieben hat. Schönstes Jahr, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am Horizont erscheint die vielleicht beste Tour, die ich je gespielt habe. Und natürlich noch der 11. Januar. Was passiert am 11. Januar? Wird Alligator irgendwas ankündigen? Wird ein neues Album angekündigt? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ein neues Musikvideo rauskommen wird. Oder vielleicht, nee, ich glaube ein Live-Album nicht, das hatten wir als erst. Live-Album hatten wir, Live-DVD hatten wir. Wahrscheinlich wird einfach nur ein neues Musikvideo rauskommen. Wir werden sehen, wenn irgendwas extrem krasses passiert, wird vielleicht die Breaking News kommen am Freitag. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, was glaubt ihr passiert am 11. Januar? Ich mag ja dieses Rumgerätsel, wenn Musiker sowas zum Rumrätseln posten. Es ist mitten in der Nacht, ich weiß gerade nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Und ja, das war's auch schon wieder mit dem Musiknews für diese Woche. Jahreswechsel, Ende Jahr, Anfang Jahr, passiert immer relativ wenig in der Musikwelt. Vielleicht gibt es nächste Woche ein bisschen mehr zu berichten. Am Freitag gibt es eine Folge Nerdtall und es wird eine verdammt große Folge Nerdtall. Es liegt gerade alles vor mir, das Zeug, und ich denke mir so, jo, Geldbeutel. Leer ist er. Aber naja, was soll's. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es sehr gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren für Musiknews, für Hör doch mal und für einen Haufen anderen grandiosen Scheiß. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage, schaltet wieder ein.